Mutter, die Sonne scheint. Wie lange willst du noch schlafen? Bis sie wieder untergeht oder bis ich dir ins Bett kotze? Du darfst es dir aussuchen. Keine der Optionen hat mir gefallen. Also bin ich aufgestanden, habe erstmal aus dem anderen Fenster geschaut, ob da schon irgendwelche Elche zu sehen sind. Können wir den dann töten? Warum will mein Bruder immer alles töten? Weil ich eine normale Katze bin und gerne Fleisch esse. Ich auch normale Katze, aber Fleisch ist ekelhaft. Ich bin lieber wie Mamke, Vegetarier. Hat ihm eigentlich jemand gesagt, dass in seinem Katzenfutter Fleisch drin ist? Ich glaube, der kommt nicht von alleine drauf. Sag mir nicht sowas. Ich gucke lieber, was hier unterm Tisch klebt. Vielleicht ein alter Kaugummi. Apollo, lass das. Was? Ich mag alte Kaugummis. Ja, aber da klebt keiner. Später habe ich dann die Katze so vorgefunden und war total erstaunt. Also ich lag hier schon und dann ist er einfach zu mir auf die Couch gekommen. Ist doch genug Platz für alle. Später wollte dann Cosmo unbedingt raus, saß aber vor der falschen Tür. Wir wollten nämlich vorne rausgehen und dann überraschte ihn die Kälte. Er dachte wohl auch, Sonne bedeutet warm. Oh nein, das ist ja kälter als zu Hause. Jetzt muss ich hier schon wieder humpeln. Besonders, wenn Apollo zuschaut. Meine arme Pfote, die tut wieder so weh. Ich kann nicht nochmal laufen. Ach, obwohl, vergiss es. Es interessiert sowieso niemanden. Los, Mutter, komm mit. Wir gucken jetzt, was hier hinten vor sich geht. Wir sind dann mit Cosmo weiter vorgelaufen und dann bin ich irgendwie auf dem Eis ausgerutscht und hingefallen. Ja, siehst du, Mutter, dein dicker Hintern hat auch seine Vorteile. Stimmt, hat gar nicht wehgetan. Da es für den kleinen Cosmo dann auch wieder zu kalt wurde, sind wir schnell reingerannt und er ist sofort auf den Teppich gelaufen. Als wir dann vom Einkaufen zurückfahren, habe ich die Tüten hingestellt. Also schön, was hast du mir mitgebracht? Was ist hier drin? Lass mich mal gucken. Die ist ja komplett leer. Boah, ich hasse mein Leben, ey. Mumke, hast du alte Kaugummis dabei? Ich habe mal wieder beide Katzen enttäuscht, aber Marcel hat alles wieder gut gemacht und bei dem schönen Kaminfeuer sind die beiden dann wieder nebeneinander eingeschlafen. Diesmal war ich zuerst da.